Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin Hinz, vielleicht mal ganz kurz auf das, was Herr Krumpholz gesagt hat. Da waren einige Sachen dabei, die Sie wirklich zum Nachdenken bringen müssten. Und die möchte ich an der Stelle noch einmal vertiefen. Er hat den Verbraucherschutz angesprochen und er hat darauf hingewiesen, dass es zwar einen Stellenaufbau gab oder geben soll. Krumpholz, was habe ich gesagt? Habe ich mich versprochen? Nein, das ist der Kollege Grumbach gewesen. Genau. Aber Sie wissen, wen ich meine. Ich habe mich versprochen. Genau. Da passt es dann auch. Angesprochen war der Verbraucherschutz. Und ja, in diesem Bereich soll es einen Zuwachs geben im Ministerium, was die Stellen angeht. Aber was dabei verschwiegen wird, ist, a, das ist gesagt worden, dass es keinen Zuwachs gibt vor Ort, da wo wirklich kontrolliert wird. Und was noch viel gravierender ist, in Ihren Verantwortungsbereich fällt die Absenkung der Standards im letzten Jahr der Kontrollen. Und das ist der eigentliche Skandal dabei. Also die Menge der Kontrollen, die vor Ort stattfinden, wird reduziert, die Regeldichte wird abgenommen. Und ja, so kann ich dann am Ende auch zu meinem Ergebnis kommen, dass jetzt genug da war. Aber im Endeffekt leiden darunter die Verbraucherinnen und Verbraucher. Aber jetzt zu dem Thema, was uns ja hier in diesem Einzelplan 9 beschäftigt. Da geht es um Umweltschutz, da geht es um Klimaschutz. Und wir müssen ja konstatieren, dass es weltweit bisher nicht gelungen ist, den Klimawandel tatsächlich auch nur abzubremsen. Und deshalb, das ist völlig richtig, müssen wir jetzt in unserer Infrastruktur etwas machen. Wir müssen diese Infrastruktur an den Klimawandel anpassen. Und was das bedeutet, welche Auswirkungen das hat, das ist uns in den letzten Sommern immer klarer geworden. Asphaltblasen auf den Autobahnen, Bahngleise, die sich verziehen, Innenstädte, in denen man im Sommer kaum noch sich aufhalten kann, weil es so unerträglich heiß ist. Der Wald ist bereits angesprochen. So erleben wir den Klimawandel. Die Punkte sind da völlig unbestritten. Wenn wir dem aber etwas entgegensetzen wollen, dann müssen wir das tun, lokal, auf Landes- und auf Bundesebene, aber auch global, weil sonst wird es teuer und deshalb müssen wir heute in unsere Zukunft investieren. Denn wenn es uns nicht gelingt, den Klimawandel zu begrenzen, dann wird es unbezahlbar und es kostet Leben im globalen Süden genauso wie hier. Und deshalb müssen wir anfangen, in allen Sektoren den Umbau zu gestalten, nicht nur in Trippelschritten. Wir müssen grundlegende Änderungen herbeiführen und wir werden dabei in Kauf nehmen müssen, dass es uns alle betrifft, in allen Lebensbereichen. Und daher sagen wir System Change, not Climate Change. Meine Damen und Herren, die Aufgabe der Umweltministerin wäre es jetzt, diesen notwendigen Umbau einzuleiten. Und ich mache es mal an drei Punkten beispielhaft, was dort erforderlich wäre. Im Bereich der Wasserver- und Entsorgung, das ist eine grundsätzliche und grundlegende öffentliche Aufgabe, in diesem Bereich investiert die Hessische Landesregierung entscheidend zu wenig in den letzten Jahren. Die meisten Klärwerke verbrauchen viel zu viel Energie, verfügen nicht über eine vierte Reinigungsstufe und verteilen multiresistente Keime in unseren Flüssen und leisten vor allen Dingen auch keinen Beitrag zur Rohstoffrückgewinnung. Aber anstelle die Kommunen flächendeckend bei der Modernisierung zu unterstützen, fördert die Hessische Landesregierung nur ausgewählte einzelne Projekte. Ja, richtig, die Klärwerke, dafür sind die Kommunen zuständig, könnten Sie jetzt entgegnen, Frau Ministerin Hinz. Aber bei dem kommunalen Budget, das derzeit vorhanden ist, werden wir das wahrscheinlich, wie wir hier gemeinsam in dem Raum sitzen, nicht mehr erleben, dass die Modernisierung der Klärwerke tatsächlich auch umgesetzt wird. Für den Gewässerschutz, den Gesundheitsschutz und unser Trinkwasser ist aber diese Aufgabe von existenzieller Bedeutung. Und daher fordern wir ein Landesprogramm zur Modernisierung der Klärwerke und zum Aufbau von Brauchwassernetzen. Meine Damen und Herren, ein Charakteristikum der Umweltpolitik der schwarz-grünen Landesregierung ist die Umwidmung von gesetzlich festgelegten Aufgaben in freiwillige Mitmachprojekte.
100 Kommunen für den Klimaschutz, heißt das eine, Blühstreifen, gefolgt von Mitmachprojekten Unser Wald und nicht zu vergessen der Klassiker 100 wilde Becher. Es ist ja schön, meine Damen und Herren, wenn die Umweltministerin die Menschen und die Kommunen für die anstehenden Aufgaben tatsächlich begeistern will. Die Wasserrahmenrichtlinie ist aber kein Wunschkonzert, sondern Gesetz. Und wie es in der Urteilsbegründung zur letzten Klage des BUND gegen den Weiterbau der A49, wie wir es dort nachlesen können, sind die Wasserrahmenrichtlinien und die dort formulierten Pflichten nicht nur, Zitat, bloße Ziele der Bewirtschaftungsplanung, sondern haben verbindlichen Charakter. Meine Damen und Herren, verbindlichen Charakter, das ist eben mehr als Mitmachprogramme und freiwillige Aktionen. Die generös erscheinende Auswahl von 100 Bächen zur Renaturierung verschleiert, dass sich in Hessen über 300 Bäche in einem mittelmäßigen bis schlechten ökologischen Zustand befinden. Nach 20 Jahren Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie haben nur 15% der Gewässer in Hessen einen guten oder sehr guten ökologischen Zustand. 2015 hätte dieser Zustand für alle Gewässer zutreffen sollen. Und das, meine Damen und Herren, für eine Regierung nach 8 Jahren unter grüner Beteiligung ist ein Armutszeugnis. Mein zweites Beispiel, Bodenschutz. Die Koalition hat sich in ihrem Koalitionsvertrag in besonderem Maße für den Bodenschutz verpflichtet. Aber wenn man sich mal genau anguckt, was das Ergebnis bisher ist, das hessische Nachhaltigkeitsziel bis 2020 nicht mehr als 2,5 Hektar pro Tag zu versiegeln, wurde erstens krachend verfehlt und zweitens ist es auch gar nicht nachhaltig. Anstelle, dass die hessische Landesregierung gute Ackerböden besonders schützt, verkauft sie diese Flächen an ihre Landgesellschaft für Gewerbegebiete und Logistikflächen. Wie in Neu-Eichendorf, das konnten wir das erleben. Eichenberg, richtig. Hier steht Eichendorf, aber ist natürlich völlig richtig. Eichenberg heißt es. Denn in Zeichen von Artensterben, Klimawandel und drohendem Wassernotstand können wir uns das nicht mehr leisten. Die Antwort muss zukünftig heißen, Acker bleibt. Gute Ackerböden in Hessen müssen besser geschützt werden. Im Zeitraum von 1992 bis 2015 sind die Landwirtschaftsflächen in Hessen um 40.700 Hektar geschrumpft. 40.700 Hektar weniger landwirtschaftliche Fläche. Und weder ein Ökoaktionsplan noch die Ökomodellregion der Landesregierung haben in den letzten Jahren auch nur einen einzigen Hektar dieses Ackerbodens vor der Versiegelung beschützt. In einem ersten Schritt, meine Damen und Herren, muss die hessische Landregierung aufhören, gute Ackerböden aus Landbesitz für Gewerbeflächen und Logistikzentren zu verkaufen oder für Autobahnen zu versiegeln. Was im letzten Jahrhundert noch eine gute Serviceleistung für die Kommunen gewesen sein mag, muss in Zeiten des Klimawandels sofort gestoppt werden. Meine Damen und Herren, zu dem dritten und zu meinem letzten Beispiel. Wir wollen ja nicht also das müssen Sie schnell bringen, denn die 8 Minuten sind um. Gut, aber wir haben ja noch ein bisschen auf der Uhr stehen. Wir wollen nicht nur kritisieren. Zustimmung, meine Damen und Herren, findet der Umbau bei Hessenforst. Das Primat der schnellen Holzerträge in Zeiten des Klimawandels ist nicht mehr haltbar. Es war es noch nie. Und hier finden wir die Maßnahmen richtig. Hier muss jetzt noch etwas draufgelegt werden, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Försterinnen und Förster angemessen bezahlt werden und auch Fahrzeuge und Werkzeuge von Hessenforst zukünftig übernommen werden. Meine Damen und Herren, damit komme ich zum Ende. Was jetzt notwendig wäre, wären die Aufgaben des Klimawandels zu bündeln. Wir brauchen ein Ministerium mit Richtlinienkompetenz zur Bekämpfung des Klimawandels. Alle Sektoren, Verkehr, Wohnen, die Transformation der Energie, eine nachhaltige Landwirtschaft, Energiewirtschaft müssen zusammen gedacht werden und deren Klimaanpassungsmaßnahmen müssen koordiniert werden. Es kann doch nicht sein, dass die Umweltministerin den Tag des Waldes feiert, während der Ministerkollege der gleichen Partei diesen Wald in diesem Moment für Autobahnen roden lässt. Meine Damen und Herren, das ist ein Unding. Hier muss es eine gemeinsame Politik geben und nicht der eine so und der andere so. Aber
Dafür fehlt Ihnen der politische Durchsetzungswille und das Durchsetzungsvermögen und leider auch der Mut. Daher bleibt es bei diesem Haushalt bei Leuchttürmen, Pilotprojekten und Blühstreifen. Aber das reicht nicht mehr. Somit halten wir den Klimawandel nicht auf. Und deshalb werden wir diesen Einzelplan ablehnen müssen. Vielen Dank. Gestatten Sie noch eine Abschlussfrage des Kollegen? Nein? Wunderbar. Danke schön.